Hallo und herzlich willkommen auf Seelenkissen mit Daniela Hahn zum Liebeskompass. Wo stehe ich und was soll ich tun? Ja, wir schauen in dieser Legung einfach einen Ratschlag für dich. Was ist so der Ist-Zustand? Wo geht es hin? Das ist also eine Legung ganz für dich speziell auf das Thema Liebe, ohne so stark sich auf ein Gegenüber zu konzentrieren. Du kannst diese Legung auch als persönliche Beratung bei mir für dich buchen. Bedenke, das ist ein Allgemeinorakel, es kann auf dich zutreffen, es muss aber nicht. Es kann auch sein, dass nur Teile davon zutreffen. Bitte nimm nur das für dich an, was stimmig für dich ist. Ich stelle euch ganz kurz die verwendeten Karten vor. Wir haben hier das Witches Tarot, hier das Everyday Witch Tarot und hier haben wir die kleinen Rider Waite Karten. Ich schreibe euch auch immer noch mal unter das Video in die Infobox, wie die Karten heißen, falls du dich für das ein oder andere Deck interessierst. Und jetzt starten wir hier oben mit dem Ist-Zustand. Gucken wir uns an, kehrtrum. Was ist hier so das Thema? Und hier zeigt es mit zwei der Stäbe, man steht zwischen zwei Stühlen. Man kann sich nicht so richtig entscheiden, wo geht der Weg hin. Man kann sich vielleicht auch zwischen zwei Personen nicht entscheiden. Man ist innerlich vielleicht hin und her gerissen. Was stelle ich mir überhaupt in der Beziehung vor? Oder du hast vielleicht schon ein Gegenüber, wo ihr als nicht so wisst, wo geht die Richtung hin, der eine will Kinder, der andere will keine, der andere will eine feste Beziehung, der andere eine lose und solche Dinge können damit gemeint sein. Also man steht so zwischen zwei Stühlen und weiß es noch nicht so richtig. Man denkt, man hat einen Überblick, aber man weiß nicht so richtig, geht's links oder geht's rechts und das kann auch so ein bisschen dann ja schwierig sein. Ne? Und dafür, das zeigt eigentlich das Bild so vom Liebeskompass ganz gut, weil der steht hier da oben und der sucht so ein bisschen den Kompass. Wo geht's denn hin? Fahre ich da mit dem Schiff mit oder gehe ich da vorne hin? Also ja, welche Straße ist so mein zukünftiger Weg? Ne? Auch wenn es sich zum Beispiel bewegt, ist es für mich besser, Single zu bleiben? Bleibe ich noch länger Single? Komme ich überhaupt noch mal in eine feste Beziehung? Das können alles so Fragen sein. Ist es überhaupt gut für mich in meiner augenblicklichen Situation? Oder vielleicht, wenn du beruflich viel reist, kann ich es mir überhaupt leisten, eine Beziehung zu haben? Das können alles so Fragen sein. Macht das ein Partner oder eine Partnerschaft nicht nur schwierig oder unglücklich? Oder wenn du in einer Beziehung bist, so eine Fernbeziehung mit dem Ausland jemand verbunden bist oder immer pendeln musst. Also die Themen, das kann damit gemeint sein, dass man so zwischen zwei Stühlen steht und dass das Thema dahinter ist. Ne? Oder ob sich eine Person für oder gegen einen entscheidet. Und mit der 7 der Schwerter sieht man auch so, man hat das Gefühl, die Zeit läuft einem davon. Die Zeit ist so gestohlen. Ne? Also gerade wenn man sich vielleicht auch selten sieht oder wenn du irgendwie das Gefühl hast, Zeit spielt hier eine Rolle oder wenn man noch Familienwunsch hat und sagt, mir läuft doch die Zeit davon oder sagt, ich kann die Beziehung nicht mit meiner Karriere vereinbaren. Also alles, was so mit Zeit zu tun hat, dass man so das Gefühl hat, man wird um etwas betrogen. Ne? Es kann auch sein, dass man als Thema hatte, man wurde wirklich mal betrogen oder belogen. Und kann sich deshalb nicht entscheiden, vom Herzen her wieder eine Beziehung einzugehen oder sich auf die Person einzulassen, weil einfach ein Betrug dran liegt. Also Thema ist hier Betrug und Zeit und zwischen zwei Stühlen. Ne? Das ist so dieses Grundthema. Ich schiebe das mal so ein bisschen beiseite, dann können wir das hier so dazulegen und dann haben wir das hoffentlich noch ein bisschen im Blick. Ja, wunderbar. Okay, dann gucken wir mal in deine Gedanken rein. Was ist da so los? Da ist so ein bisschen eine Trotzhaltung eingekehrt. Ne? Also wir haben hier so das Thema, es gibt wohl Auswahl. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sich um dich bemühen, aber man will das gar nicht. Also irgendetwas ist so eine Trotzhaltung, ich will das nicht, ich kann das nicht, es darf nicht sein und
man macht vielleicht auch zu, vielleicht hat dich auch jemand enttäuscht oder belogen oder irgendwas gemacht und du bist dann eingeschnappt oder igelst dich ein, ne? Oder wirst von der Person teilweise vielleicht auch abgewiesen oder wurdest abgewiesen und jetzt ist da schon so ein innerer Frust entstanden. Also steht auch so ein Frust dahinter und dass einfach irgendwas genug ist, ne? Dieses Übersättigungsgefühl, es ist genug, ich will das nicht mehr. Und da musst du ein bisschen aufpassen. Es gibt manchmal so Trotzhaltungen, wo man sagt, also man sagt das nur so dahin, ne? Es ist schon die fünfte Beziehung gescheitert oder ich treffe immer nur die falschen Männer und man sagt das nur so dahin und man sagt so, dann habe ich schon oft gehört, dass Damen oder auch Männer gesagt haben, ja für mich gibt es überhaupt keine gescheite Beziehung mehr oder ich treffe immer nur die falschen oder alles sind gemein oder wenn ich jemanden treffe, werde ich immer nur betrogen oder ich bin das dritte Rad am Wagen oder die Person ist schon gebunden oder was auch immer. Und man muss so aufpassen, diese Sachen, was man so ein bisschen so daher plappert und vielleicht noch denkt, ja, ich sag das, weil ich frustriert bin, das ist Energie. Diese Energie, gerade wenn ihr es jemand sehr, sehr oft sagt, ihr müsst da echt aufpassen, dass ihr das nicht sehr herbeiredet. Ne? Also mein Mann lacht mich immer aus und sagt, Daniela, komm nicht mit deinem Herbeireden. Ja, aber es ist so, es ist so vieles schon herbeigeredet worden, ne? Also mein damaliger Partner, ich plaudere hier mal aus dem Nähkästchen, dem war ich 14 Jahre zusammen und vielleicht auch fast 15. Auf jeden Fall, ich habe zu dem eine Sache gesagt, ich sage, fahr nicht so mit dem Auto gegen den Bordstein, der Reifen platzt. 3 Tage später kam er heim, du blöde Kuh, hast du es wieder herbeigeredet? Ja, aber gut, er dachte dann, ich bin schuld. Ja, aber man muss aufpassen, was man sagt. Ne? Es ist Energie dahinter. Und darum wirklich, wenn ihr denkt, ich sage immer so aus Spaß, ich treffe immer nur den Falschen oder ich werde immer nur betrogen oder immer nur ausgenutzt. Es ist Energie, ändert diese Energie. Da geht es wirklich darum, diese Energie auch zu verändern. Weil wir haben das hier in den Gedanken. Und meine Gedanken formen meine Realität. Ne? Also gibt es so einen Spruch, so meine Gedanken machen das und das und das. Am Schluss sind die Worte dann Realität. Weil das, was ich dann sage, die Gedanken spreche ich aus und die Worte werden dann zur Realität. Also sehr, sehr aufpassen, prüft euch da und lieber umändern und sagen, ich weiß, dass ich so liebenswert bin und es da draußen den richtigen Menschen gibt, der zu mir passt, ne? Und diese Person und ich, wir uns garantiert schon ganz bald finden, ne? Also das hat eine ganz andere Aussagekraft. Also wirklich mal so in das Gedankenkonstrukt reingehen. Was will ich überhaupt? Wo gehe ich in Abwehrhaltung? Was rede ich herbei? Was denke ich mir herbei? Welche Taten lasse ich sprechen? Ne? Wenn ich sage, ich will das Wochenende mit meinem zukünftigen Partner Skifahren gehen und ich plane mir aber jedes Wochenende so zu mit Arbeit, dann sieht das Universum, die hat doch gar keine Zeit für einen Partner, die packt sich doch alles voll. Ne? Dann sollte man vielleicht auch mal ins Tun kommen und vielleicht schon Sachen vorbereiten oder sich den Sport mal angucken oder was man da halt auch immer vorhat. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Also einfach, dass ihr seht, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wo richte ich meine Energie hin? Wo geht die Aufmerksamkeit hin? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier in den Gedanken angesprochen wird und das kann auch schon ganz viel Lösung bringen, dieser Ansatz. Ja, also ich bringe immer gerne die Geschichte von der Frau, die gesagt hat, und ich habe bis Ende des Jahres hier den richtigen Mann in meinem Bett. Und was hat sie gemacht? Sie ist losgegangen und hat gesagt, wenn ich einen Partner habe, auf 1,20 Meter kommen wir in meinem Bett nicht zurecht. Der kann da nicht gut schlafen, ich auch nicht. Also ist sie losgezogen, hat ihr altes Bett rausgeschmissen und hat ein wunderschönes Bett gekauft, hat den Kleiderschrank freigeräumt, die Fächer für den zukünftigen, der dann bei ihr wohnt oder übernachtet oder wer auch immer. Und dann hat sie in kürzester Zeit danach auch jemanden kennengelernt.
wo es dann wohl super gut funktioniert hat. Also sie hat die Taten, die Schritte, die Handlungen eingeleitet, damit da auch Platz und Raum war. Schaffen wir den Raum dafür? Welchen Gedanken geben wir Raum? Also ich denke, ich habe die Karte jetzt ausführlich erläutert, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Legung. Worauf solltest du dich konzentrieren? Und konzentrieren sollte man sich auf die Erreichung und auf das Tun im Jetzt, das, was ich gerade gesagt habe, und nicht auf die Lasten. Also nicht auf die Lasten sich konzentrieren. Wenn du immer wieder den Ballast durchkaust, wirst du Ballast anziehen, wirst du diesen Ballast spüren und wirst dich nicht befreien können von Ballast. Wenn du immer wieder den Betrug durchgehst oder den Verlust oder was da passiert ist, dann wirst du immer wieder dir das in dein Leben holen und das Leben wird dir immer wieder dieses Bild zeigen. Und du wirst immer mehr von diesem Holzscheitchen da auf den Rücken bekommen und es wird nicht weniger werden. Und das Ziel da hinten, dieses Schloss, bleibt am Ende dann ein Luftschloss. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja, dass es real wird. Ne? Und nicht, dass das Universum sagt, die will das gar nicht. Ne? Dann lassen wir es doch gleich. Ne? Okay. Was kommt aus der Vergangenheit hinzu? Ja, also es passt zu dieser Karte. Es ist analog dazu. Wir haben das Ass der Schwerter. Und das Ass der Schwerter zeigt letzten Endes, dass es hier wirklich um Verletzungen geht oder ging. Ne? Also, dass es hier Verletzungen gab, wo man sich verletzt hat, wo man enttäuscht wurde, wo es Konflikte gab. Vielleicht auch Wortgefechte, also richtig übel. Vielleicht auch eine wirklich üble Scheidung oder Trennung. Oder wo jemand vielleicht sogar einem Sachen weggenommen hat. Das heißt, dass man die Kinder nicht sehen darf oder es Streit gab oder das Haus oder die Familie. Also irgendwas wurde hier richtig übel mitgespielt. Ne? Solche Dinge. Dann, wie wirkst du auf andere? Wie ist deine Ausstrahlung? Und hier haben wir die 5 der Stäbe und das zeigt so ein bisschen Angriffshaltung. Es zeigt, dass du so am Kämpfen bist, ne? Und am Rudern bist. Und wenn du jetzt vielleicht ein Date hast oder jemand kennenlernst, ein bisschen aufpassen. Mir kam hier so die letzte Hoffnung lila. Ups, da haben wir es. Ich habe es hochgehalten. Die letzte Hoffnung lila. Kennt ihr das? Also lila ist immer so eine Farbe. Gerade Männer sagen das. Mein Vater hat es immer gesagt. Lila ist die Farbe der unbefriedigten Frauen. Nicht immer so, na danke. Ne? Ich mag auch lila gerne. Aber es ist immer so, dieses Bild hier, was da erzeugt wird, dass man so Notstand ausdrückt. Ich brauche jetzt ganz dringend jemanden, der für mich da ist. Und so, wenn man so im Kennenlernen diese letzte Hoffnung ausstrahlt, ist das nicht sehr anziehend. Man spürt regelrecht, wie jemand drum kämpft oder rudert, jetzt zum Zug zu kommen. Und das kann hier so dahinter stehen. Also diese Ausstrahlung, nicht zu denken, dass man jetzt so in die Ausstrahlung geht und sagt so, ich habe es so notwendig, dass endlich ein Partner in mein Leben kommt. Und so wie so ein Rettungsanker sich dann an jemand festhalten. Das wirkt nicht anziehend, das stößt ab. Ne? Also das heißt, lieber sich rar machen und lieber so, sage ich mal, Stück für Stück und nicht sich so ranhängen an etwas. Weil dann, wenn man sich so ranhängt, ja, dann erzeugt das schon wieder so Abhängigkeiten. Und dann wird schon alles wieder schwer und ist ein Kampf und es ist nicht frei, es ist nicht leicht. Und es wirkt alles so belastend. Man sieht ja hier wird so ein Widerspruch. Ich will nicht mehr und es wird alles so doof und es ist alles so belastend und es ist alles so ein Kampf und es ist alles so im Streit. Und das sind so die ganzen Energien, die hier so drin sind. Das ist ein Riesenbündel. Und im Grunde genommen sagt man dir, schmeiß dieses alte Bündel endlich weg und kreiere was ganz Neues. Ne? Weil dieses alte Bündel, das trägt man schon so lange, es ändert sich ja nicht. Man hat es jetzt schon von allen Seiten betrachtet und ausgepackt und neu geformt und wieder gemacht.
Ach, und man merkt, dass es so nicht funktioniert, ne? Also so kommt es mir hier rüber. Okay. Wie solltest du dich verhalten? Ja, stark, die Stärke, guck mal, was hier kommt. Da haben wir die Königin der Münzen. Ich bin stark, ich bin selbstständig, ich liebe mich selbst. Das ist das Thema, wir haben hier die Rosen drauf. Das ist eine Frau, die liebt sich selbst, sie weiß um ihren Wert. Sie wertschätzt sich selbst, sie hat die Blumen hier im Arm, sie trägt den Wert bei sich. Ich habe Wertschätzung für mich selbst und somit auch für andere. Und ich strahle das auch im Umgang mit anderen aus, ne? Und das ist dieses Selbstbild der Wertschätzung. Und dann wird man auch von außen wertgeschätzt. Ja, also verhalte dich wertschätzend. Auch wenn jemand nicht gut zu dir ist, heißt das nicht, dass du dann auch so sein musst, sondern schätze auch diesen Menschen wert, seinen Wert, guten Seiten, schlecht muss man natürlich nicht betonen, und bleibe dir dann selber treu und vergib dich hier nicht, also verschenk dich hier nicht, ja. Und damit drückst du Wertschätzung aus für die positiven Aspekte im Gegenüber und gleichzeitig setzt du aber ein Bild aus, ich bin eine starke Frau, und dann wirst du automatisch dich von so altem Ballast, weil das dann nicht mehr in das Bild dieser Person passt, befreien. Und wirst aber Menschen, die diese Wertschätzung sehen, dann wirklich auch anziehen. Du machst dich anziehend. Du machst dich zu Magneten. Ne? Also es gibt nicht nur den Geldmagnet, es gibt auch den Beziehungsmagnet, dass man selber zu Magneten wird. Eine Anziehungskraft hat, wo man dann die Menschen anzieht, die das dann wertschätzen. Und wir haben, was von außen auf dich zukommt. Hier haben wir den Buben der Münzen. Das ist hier schön, dass du kleine Schritte gehst in diese Wertschätzung. Der Bube ist immer dieser Anfang. Und die Königin ist hier und der König wären dann die Gereifteren. Und hier sind die weiblichen Aspekte im Vordergrund bei diesen zwei Karten. Ne? Also dieses, ich kann stark sein, ich kann meine Grenzen aufzeigen, ich kann sagen, wo ist der Stopp, wo mag ich es nicht mehr, ohne trotzig oder kindisch zu sein, und bin trotzdem stark und bin trotzdem liebevoll und bin trotzdem weiblich. Also Grenzen aufzusetzen ist nicht nur ein männlicher Aspekt. Also man darf nicht immer sagen, Grenzen, Stopp, dieses Harte ist nur ein männlicher Aspekt. Nein, das kann auch mit Liebe, mit Weiblichkeit gemacht werden, weil das sind dann, das sind diese gesunden Grenzen, ohne Kampf, ohne Schmerz. Es ist einfach diese tiefe Bewusstheit. Na? Also da steckt eine ganz tiefe Schöpfungskraft dahinter. Und hier sagt man, man geht die ersten Schritte im Kleinen. Man muss natürlich noch lernen, die Meisterschaft darin, aber man hat schon ein Stück weit hier begonnen, für sich hier einzustehen. Und das ist wirklich gut so und das ist fruchtbar. Und man sagt dir dann, wenn du hier schon begonnen hast, geh diesen Weg weiter und fall nicht in die alte Spirale zurück, dass du dich hier rechtfertigst oder kämpfen musst oder so wirkst die letzte Hoffnung, ne? Letzte Hoffnung lila, letzter Ausweg, brauchst du nicht, ja? Okay, wie geht es weiter? Wir gucken mal auf diese Karten hier, wie geht es weiter? Also wir haben hier wunderschöne Karten, und zwar wir haben hier die 10 der Kelche, die sagt, es geht wirklich um Familie, um Werte schaffen, um Liebe, also dieses wunderschöne Bild, schaut ihr das mal an, ich halte es mal hier so rein mit dem Kind drauf. Ne? Geburt, Partnerschaft, das Tier, die Fülle genießen. Also es geht wirklich um den Genuss und dass man weiß, dass das für einen auch da ist, wenn man das wirklich möchte, dieses Bild. Das bedeutet, dass es hier Rückzüge erstmal gibt, wo du selber vielleicht auch in die Meditation, in die Findung gehst, dass du sagst, ich gucke jetzt, wo geht mein Weg lang, ne? Wo gehe ich hin? Ich bin nicht mehr trotzig, ich schaue mir es an, ich komme in meine Stärke und habe dieses Bild im Kopf, was ich möchte.
Und vor allem kommt dann hier, also das sind zwei hochspirituelle Karten, geht es auch um einen spirituellen Findungsweg, den du gerade durchmachst, mit dem Eremiten, ne, der weiß, er braucht den Rückzug, um sich zu finden, dieser Geist, der in dir erwacht. Und hier ist dann die Erkenntnis mit der Hohepriesterin, ne? Also, dass du vielleicht auch sehr, sehr viel über dieses alte Leid einen spirituellen Erkenntnisweg einschlagen konntest, den du vorher gar nicht gesehen hättest in dem normalen Lebensalltag. Und du hast vielleicht auch hier zu deiner eigenen Spiritualität gefunden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dieser Weg geht erstmal für dich auch weiter. Ja? Und hier haben wir das Ass der Stäbe. Das heißt, du kommst in die Tatkraft und du kommst in die Schöpfungskraft. Das ist die kleine Schwester vom Magier. Ne? Also man schafft es wirklich, die Dinge jetzt auch zu erschaffen und zu kreieren. Und bitte male dir dein Bild, was du dir vorstellst, schon aus. Es muss nicht dieses sein, es kann auch ein anderes sein. Ja, male dir dieses Bild schon aus, sagt man dir. Trage es mit in deine Meditation, deine Vorstellungskraft, in deine Intuition. Da wird es ernährt und es wird auferstehen. Ich sehe das wie so eine Auferstehung, ne? Also, dass diese Schatten, die hier noch da sind, die sind noch nicht gefüllt mit den Wünschen und die werden dann mehr und mehr zur Realität und dann bekommt man das auch. Ja, also wunderschön. Bist am Schöpfen. Und der Rat der Karten, was ist hier noch? Gibt es noch einen Ratschlag für dich? Du machst gerade eine Reinigung und eine Auferstehung durch, eine innerliche Auferstehung. Du gehst einen neuen Weg, also du erfindest dich gerade neu. Es geht nicht so einfach, es ist mit Schmerz und vielleicht manchmal auch mit Selbstgeißelung noch verbunden. Manchmal gehst du noch in diese Abwehrhaltung. Das ist so ein Prozess, durch den man geht. Und die Karten sagen, das ist okay, ne? Also bleibe dir trotzdem selbst dabei treu. Du kannst dir deine Wunden lecken, aber nicht nur. Ne? Also schon dann immer weitergehen. Und sie sagen, zügig weitergehen. Also mit dieser Karte sagt man, geht zügig weiter. Weil die Dinge passieren mitunter auch teilweise sehr schnell, dass du gar nicht so lahmarschig in Anführungszeichen handeln kannst. Manche Dinge treiben dich einfach voran, dass du noch schneller handeln musst. Ich ziehe mal dir noch eine Karte dazu. Ich habe das Gefühl, da muss noch eine dran. Und wir gucken mal. Das ist interessant, dass hier nochmal der Eremit kommt. Ne? Weil es passiert sehr schnell, dass du in gewissen Punkten in den Rückzug gehst oder auch in die Erleuchtung kommst. Ja, also manche Gewissheit kommt hier sehr, sehr plötzlich in dir hoch und dann ist es okay, du musst es dann auch nicht länger hinterfragen. Also der eine oder andere muss länger in diese Phase gehen, wo er hinterfragt, um kreieren zu können. Und beim anderen ist es binnen Sekunden ganz plötzlich eine Eingebung, das muss ich jetzt tun, das ist der richtige Weg, das ist die Entscheidung, die ich jetzt brauche. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Ne? Okay. Ja, ihr Lieben, du Liebe, du Lieber, ich hoffe, das Orakel war dir nützlich. Gib gerne ein Feedback, gib gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du möchtest oder empfehle ihn weiter. Und wir hören uns dann ganz bald beim nächsten Orakel wieder. Und danke für deine Treue und fürs Zuhören. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.